Hi Leute, da sind wir schon wieder und ja, wir sind immer noch im gleichen Level bei Deadbolt und du. Da sitzt einfach ein Dicker unten, ich hab den total komplett übersehen. Wow, das war jetzt natürlich unschön, dass ich hier so waffengewaltmäßig gleich rumprügeln musste, aber ich hatte ja keine andere Möglichkeit. Oh ja, gib mir bitte noch den Hammer und mach das Licht aus. Sehr schön. Oh, bin ich denn hier? Ah. Ah. Das lief viel. Da ist ein Kopf oben. Das ist nicht gut. Heißt, da ist. Genau, da stehst du ja. Oh Gott, Leute. Wie jetzt? So. Aha. Licht aus. Schrotflinte. Drauf. Nein! Nein! Ich hätte einfach schlagen müssen. Für alle, die im Nachhinein zugeschaltet haben und nicht seit der ersten Folge dabei sind, wir spielen Deadbolt, den schweren Modus. Nicht den normalen, weil den normalen habe ich schon zweimal durchgespielt. Und der schwere hat es in sich. Ja, komm, lock alle an, das ist gut. Ja, schrei. Vielleicht war ich ein bisschen voreilig, dass ich mich darüber gefreut habe, aber. Oh Gott. Bitte alle schön nacheinander reingehen. Ja, ihr macht das sehr gut. Bisher ist das absolut perfekt, so wie ihr es macht. Bitte weiterhin so nacheinander. Ein Schlag verfehlt. Dann kann ich mich natürlich töten. Das. Sozusagen ein Trickshot gerade. Müssen wir aufpassen, dass der Hammer nicht auf ihn einschlägt hier. Boah. Kann die Nützlichkeit von diesem einzelnen kleinen Holzstock mit Metallgegenstand vorne dran gar nicht überbewerten. Die Menge an Sachen, die ich jetzt schon damit getötet habe. Für alle, die es nicht kapiert haben, der Holzstock mit Metallgegenstand dran, das nennt sich Hammer. So. Man könnte es auch Hellebarde nennen oder Axt. Es kommt dann auf die Verarbeitung des Metallstücks an. Und auch auf die Griffform des Holzstücks. Tatsächlich. Nun los, komm wieder hoch. Eigentlich brauche ich nur die Information. Da muss ich irgendwie noch lebend rauskommen, natürlich. Ja, komm schon. So. Hammer her. So, jetzt 3, 2, 1. Hammer, 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 Hammer. Danke. Sehr schön. Wir müssen hier mal ein bisschen aufräumen. Phew. Sehr gut. Tatsächlich kann ich den jetzt mit dem Klo killen, weil ich jetzt auch Zeit habe, hier alles umzubringen. Ey, mein Messer! Da ist es. Sehr schön. Wie kannst du bitte. Ist das dein Ernst? Versager vom Dienst im Messer werfen. Autsch. Hammer mitnehmen. Hauen, hauen, hauen. Hoffen, dass die unten aufwachen. Dann den hier schlägern. Den schlagen, den Melin. Haben wir nämlich nur einen Schuss verbraucht bisher. Warten, bis die hier runterkommen. Töten. Mist. Ich hatte vergessen, dass ich, wenn ich erst aufs Licht gehe, ihn nicht angreifen kann, dann. Und da drauf und hier drauf. Das hat das gleiche Problem, weswegen ich ganz am Anfang mein Dark Souls Play nicht weitergeführt habe. Es ist sehr schwer bei anstrengenden, sehr anstrengend bei
Habe ich irgendwas eingeloggt damit? Nee. Ist sehr anstrengend bei schweren Spielen gut zu kommentieren. Weil man. Ja, warum ist, glaube ich, recht logisch. Oh Gott, warum pulkt ihr immer so? Seid ihr? Ihr Monster. Okay, nee, das funktioniert so nicht. Da muss ich tatsächlich. Ich wollte den Hammer schmeißen. Guter Punkt ist, dass ich zwei Hämmer habe. Das heißt, ich kann tatsächlich einmal das verhauen und ich habe immer noch meine Allzweckwaffe für alles, was da kommen mag. Jetzt komm schon runter, bevor den ganzen Radis wieder herkommen. Ah, da die Waffe habe ich. Ach, komm schon. Komplett übersehen. Jetzt war ich gerade so am Überlegen, wie wichtig es ist, dass man die Waffe kommt. Dass ich nicht aufgepasst habe. Naja. Wie wichtig es ist, kann ich mir eigentlich denken, wenn ich's. Das sollte für die Munition nicht ausgehen, wenn ich die noch hole. Mein Hammer liegt da oben, ich komme nicht an ihn ran. Super. Ihr wollt nicht runter, das wisst ihr doch. Na kommt schon. Aber ganz, ganz langsam wollt ihr es dann doch. Bitte alle einzeln. Nicht im Pulk. Das ist ein Menschenpulk, der da noch ist. Naja, beziehungsweise Menschenpulk ist es ja nicht, sein Zombiepulk. Untotenhaufen. Sozusagen eine negative Lebenssphäre. Huhuhu. Aua, das tat weh. Au. Na los, komm her. Dann lassen wir den Zombie-Kopf da oben einfach hängen. Also da unten. Unten an der Decke. Das klingt auch schon wieder so total behämmert. Aha. Die Tür war ja offen. Wir sitzen ja auch immer auf dem Scheißhaus rum. So viel Zeitung gibt es doch in der ganzen Welt nicht. Na. Aufgehen. So. Ich glaube, ich sollte jetzt vielleicht Besiege aufnehmen. Das ist simpel und entspannend und eigentlich auch nicht. Wie lange hänge ich denn schon im Level? 8 Minuten erst. Das geht ja. Erzähle ich Ihnen das Interessantes. Für die Leute, die sich für den Soundtrack interessieren, ich habe mir heute mal die. Wie nennt man das? Der Komponist hat eine Art Audiokommentar zu seinem Soundtrack rausgebracht, wo er dann das ganze Zeug kommentiert, die einzelnen Lieder, was er damit so verbindet, was er an interessanten Anekdoten dazu zu bieten hat. Das hat er zu Risk of Rain und Deadbolt zu beiden. Was ich recht interessant fand tatsächlich. Also ich bin normalerweise niemand, der sich. Ich mag Musik, ich mag auch gute Musik oder auch verschiedene Musik. Ja, nein, ich mag am liebsten schlechte Musik. Weil es auch so viel Sinn ergibt. Nein, der Punkt ist, was ich sagen wollte, ist, bin ich eigentlich nicht der Typ, für der sich viel über Musikentstehung und so anschaut, einfach nur, weil es einfach nicht das Hauptinteressensthema meinerseits ist. Aber das war echt. Okay, nein. Damit können wir zwar den dann ausschalten, aber vielleicht akkumulieren wir dann wieder aus Versehen was. Und wenn irgendwie möglich, möchte ich das vermeiden. Nächstes Stealth-Messer. Okay. Jetzt kommen wir auch auf jeden Fall schon mal an die Pistole ran. Dann machen wir das jetzt mal. Licht aus. Okay, wir können von da hinten kommen, aber dann. Ich glaube, es ist tatsächlich klüger, wenn wir. Na, unten liegt noch mal perfekt. Wenn wir erstmal einen Teil der Leute so rauslocken.
können wir jetzt nämlich zur Toilette gehen. Hier lang. Damit der Suppressed-Pistole ein bisschen die Gegend snipern. Und dann im Notfall auch mit der normalen. Jetzt hat. Ja. Okay. Find Information. Noch kommt kein Backup. Noch kommt kein Backup. Doesn't look well. The candle is clutching a note. Ja. Gleiche. Ich muss immer noch schauen, ob das Bibelzitate sind. Kein Backup. Ich erwarte jetzt die ganze Zeit, dass so fünf Autos vorkommen mit Vampiren und was weiß ich jetzt. Jetzt kommt plötzlich Werwölfe oder so. Das muss ja nicht sein. The Boogeyman. Das hat sich jetzt gezogen, aber wir kommen vorwärts. Schauen wir nochmal schnell, was wir uns für 100 Seelen so holen können beim werten Charon. Weil ich Willigkeit möchte ich auf die Sense sparen wieder, weil die später werden wir sie auf jeden Fall gut brauchen können. Ja, wir gehen auf die Sense und dann gleichzeitig, wenn wir die Sense haben, wechseln wir auch wieder auf die Mosgun. Ich kann unsere Katze wieder anstarren, aber noch haben wir gar keine Katze. Ein trauriges Leben. Wir leben ein Leben ohne Katze. The flames roar to life. The zombie kings have become scared of my hunt. They have begun heavily guarding a nearby motel. I will find what they are hiding. Stimmt, ich kann es jetzt komplett anders vorlesen. The candles tell me that zombie kings patrols are nearby. I'll have to be quick in case there are reinforcements. Möchtest du mir etwas sagen vorher? Vielleicht sagt es mir, vielleicht ist das auch irgendwie, also vielleicht meint es einfach nur, dass vorher mir sagen möchte, ich soll schnell sein. Aber das sehen wir dann ja. Okay, Roland, komm her. Ich habe dich so viel Mühe gegeben für den schweren Spiel. Ah! Gott. Jumpscare-Hund hier. Okay. Da sehe ich keine andere Möglichkeit. Er hört Pistolenschüsse. Neben ihm rollt der Kopf von seinem toten Hund auf den Boden. Worum sollte ich mich denn scheren? Okay. Muss ich noch den Shuttle hier oben raus? Perfekt. Vielleicht kann ich unten klopfen, der kommt. Okay. Licht aus mal. Ah! Oh ja, genau, komm runter. Klopf, 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 klopf. Okay. Dann kommt der nächste. Klopf, 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 klopf. Also, ich will ja nichts sagen, aber irgendwann ist selbst der Zombie zu doof. Ah, die Pistole, die hier lag, ist weg. Okay, aber der hier schaut in die falsche Richtung. Ha. Okay, dann krallen wir uns dich hier noch. Boah. Warum schieße ich denn auf den Boden? Ich kann nicht wohin ich zielen. Oh Gott, ich entschuldige mich, wenn man das gerade hört. Bei uns ist Feuerwerk gerade. Das ist lustig, wenn man das jetzt hört. Hatte ich nicht dran gedacht, aber ich will jetzt die Folge auch nicht abbrechen. Also, man sollte es nicht allzu viel hören. Ich schau mal schnell. Ist die Folge in einer guten Länge? Ja, gut. Dann schaue ich mal schnell, ob man was vom Feuerwerk sieht. Und obwohl, wir machen mal keinen Cut für. Das ist dann mehr Arbeit, als dass es sich dann lohnt, hier aus dem Fenster zu gucken, schnell für das eine Glitzerding. Also nicht, dass ich kein Feuerwerk mag, bevor mir das jetzt wieder anhängt. Es ist nur so, dass ich das halt jetzt schon oft genug gesehen habe. Ich meine, ich lebe jetzt doch seit einiger Zeit in dem Dörfle. Städtle, Dörfle, Städtchen. Was auch immer die politisch und bevölkerungstechnisch korrekte Bezeichnung dafür ist. Möchtest du vielleicht? Ich klopfe. Ach, die haben beide in die andere Richtung geschaut. So, genau, und jetzt kommt wieder Backup.
Oh nee, mit Hunden. Ist denn der? Die Tür. Die Tür ist unten. Komm schon, Lichtschalter. Danke. Okay, Schrotflinte und Schrotflinte. Jetzt kann ich alles wegblasten und wir müssen den Safe noch knacken. Oh ja, schön, Hochsicherheitssafe. Chuck, 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 chuck. Nein! Mist! Ah, nein! Ach, so. Und es taucht auch keiner auf mehr. Schön. Das war ja eigentlich ein ganz annehmbares Level. Die Zeit war auch nicht schlecht. Ne, 4 Minuten ist gut. Es gibt ein Achievement, wenn man das Spiel in einer Stunde durchspielt, ohne rauszuquitten. Und es gibt auch ein Achievement für, wenn man das Spiel schafft, ohne zu sterben. Sehr lustig. Ich glaube, 0,1% der Spieler hatten das. Wir müssen echt viel Zeit verbraten damit. The locations explained. Burn the ash, burn the dead and free souls contained. Ich muss mal versuchen, ob ich einen britischen Akzent hinkriege, aber ich glaube nicht. My mission is, nein, my mission is to destroy all the ash, but it is best if I focus on killing the undead first. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Dann müsste ich mir jetzt ein bisschen britisch anhören und schauen, woran ich das erkenne. Ah. Nein. Okay, ist irgendwas anders hier? Mir fällt hier nämlich nicht viel anders auf. Bisher. Ich meine, es muss ja nicht jedes Level komplett anders sein. Sehr schön. Sehr schön. Zwei von euch Nervensägen weniger. Jetzt hat zwei Hämmer dabei. Auch gut. So, jetzt komm jetzt bitte wieder hier hoch, danke. Dann bitte ein Hammer und eine Schrotflinte. Okay. Okay, und du kriegst jetzt den Hammer. Perfekt. Alles anzünden, Licht aus, anzünden. Da! Nein. Unschön. Kommt her. Na du? Nervensäge. Kommt er tatsächlich her? Oh ja, sehr schön. Nein. So, jetzt kann ich auch ein bisschen näher ran. Oh, tatsächlich, ich habe den Schädel erwischt. Deswegen könnte ich nicht treffen vom Winkel her. So. Und die 9mm Pistole. Komm runter. Ich bekämpfe dich garantiert nicht. Wow, der letzte Raum ist ja gemein. Ich bekämpfe dich garantiert nicht oben. Komm runter. Sagt, er bekämpft garantiert nicht oben. Geht runter. So. Und um dich kümmern wir uns auch noch. Dann einmal das hier. Und bevor ich alles anzünde und dann wieder Backup kommt, rüsten wir uns nochmal schön aus mit Combat Shotgun und SMG. Sehr schön. Sehe ich da was? Sehe ich da was? Keine Verstärkung bisher. Keine vom Himmel fallende Meteoriten, kein Deus Ex Machina Spielleiter Gedöns. Und damit sind wir wieder beim wunderschönen, was haben wir an Sternen bekommen? Blind Bemount. Keine Tode. Ey. Trotzdem nur 3 Sterne. Scheint wohl nicht das Wichtigste zu sein. Und da sind wir auch wieder sehr schön bei 20 Minuten. Also.
Danke fürs Zuschauen, Leute. Wir spielen dann nächste Folge weiter im Schwermodus von Deadbolt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und einen Kommentar da. Master of Suicide, over and out.